So, meine lieben Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario Party auf der Switch und zwar mit dem Pfad der Prüfung im Expertenmodus. Wir gehen gleich weiter. Alles haben wir bis jetzt geschafft, alle Prüfungen, außer eine einzige und die ist im letzten Kapitel, die holen wir uns aber noch nach und das ist dieses Tischdeckendings. Das Spiel ist auch scheiße. Oh, ich bin diesmal der Läufer. Los geht's. Okay. Ja, runter. Alter. Geht doch mal weg. Hä? Ich komme gar nicht klar mit der Steuerung irgendwie. Na, jetzt geht's. Hier muss man nach oben drücken, um irgendwo hinzukommen. Das ist ja bescheuert. Was? Kann er mich klauen? Warum da denn? Sag mal, was denn? Konnte ich ja auch nicht, oder? Oh, shit. Nur 10. Okay, aber das ist schaffbar. Wenn ich jetzt die Steuerung richtig raus habe, dann ist das auf jeden Fall schaffbar. Jo, ist nochmal. Aber es ist witzig, dass man einmal die Rolle des Drohnenfliegers hat und einmal jetzt umgekehrt ist man halt mit anderen. So. Geht gleich schon mal. Muss ja natürlich ordentlich laufen immer. So. Okay, man kann immer zwei Pakete aufeinander stapeln als Läufer. Das ist natürlich ganz praktisch. Ich vorher nicht gesehen, dass man es konnte. Also, klar, dass man zwei auf einmal nehmen kann, weil ich habe nicht gesehen, dass man die auch nutzen kann, so. So, müssen wir gewonnen haben, ne? 12-11. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ziel, Gegner besiegen, yes! Das nächste Spiel. Innerhalb von 5 Sekunden ohne Fehler alle Seiten anbraten. Okay, eigentlich bin ich ganz gut in dem Spiel. Darf man vorher, glaube ich, nicht sagen, oder? Oh. Oh, komm schon. Nein! Okay. Okay, es war schlecht. Aber dicht dran war ich auf jeden Fall. Probieren gleich nochmal. Zumindest wenn ich die Gegner besiegen sollte, war ich eigentlich recht gut da drin. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Spiel, wo ich ewig verbrauche jetzt. Nein, glaube ich nicht. Oh. Nein! Nein, nein, das gibt's doch gar nicht. Echt? Ach, 15 Sekunden ist auch nicht lang, ne? Das Steak möchte ich nicht essen. Ist ja noch blutig. Das sagen wir, ist mega rare. Hey, da brennt ja gar nichts an hier. Was sollen wir nochmal machen? Scheiße. Oh, das muss ich mal. Das ist ja echt. Oh, habe ich bloß vorher nicht gesagt, dass ich das Größeren gut bin, oder? Das darf man nicht machen. Aber dieses Spiel habe ich jetzt immer gewonnen. Also.
Oh nein, das gibt's doch gar nicht. Das ist schon ein Kackspiel, oder? Nochmal. So. Oh, gleich nochmal machen. Das war ein Scheißstart. Ah, nein. Oh, nochmal. Shit. Aber das ist noch zu langsam, ne? Langsam nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Ah! Oh, das gibt's nicht. Das war doch gerade so fast fertig. Holen Sie mal. Start. Ah. Ende. Was ist denn da los? Ich bin ein bisschen traurig, dass es nicht klappt. Jetzt kriege ich den schön goldbraun anbraten. Scheiße. Das wird nichts. Normal. Wird wieder nichts. Nochmal. Start. Oh nein. Jetzt. Und drehe ich ein bisschen. Oh, super. Naja, irgendwann muss man es ja schaffen, ne? Wenn man nur hartnäckig dabei bleibt. Alles von Tim Melzer gelernt. So. Mindestens 20 Münzen gerade ohne vom Bomber erwischt zu werden. Okay, das ist auch nicht so leicht. Obwohl. Start. Ende. Ich hab die 20 Münzen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Gewinnen ohne einen Sparky zu berühren. Okay. Komm her. Oh. Schon aufpassen hier. Oh, komm her. Oh, was ist er denn für ein Trottel? Sind die dumm? Man, wir gewinnen trotzdem wahrscheinlich, aber... Okay. Ein bisschen dumm da, mein Team auf der anderen Seite. Aber wir haben es trotzdem geschafft.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schaffst du's? Klar. Ohne Fehler zu machen. Okay, das Quartett. Ach, wie wollen die das denn noch schwieriger machen? Das ist doch eigentlich total simpel. Okay, da. Herz. Okay, ich merke mir gleich die oberste Herzkarte hier. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Merk dir die Karten. Merk dir. Okay, ich werde mir das Karo, das oberste Karo merken hier. Bei mir, direkt vor der Nase. Schön. Okay, ich will das Peak bei mir merken, das ist das untere da. Ne, ich merke mir das zweite Peak. Okay. Gut. Und jetzt merkt ihr die Karten. Kreuz, ich will mir mein Kreuz merken. Also das hier vorne links. Das müsste noch nicht so schwierig sein. Okay, ist in die Mitte gegangen. Und ist unten in der Mitte, okay. Wäre jetzt ein Gag, wenn der Computer einen Fehler gemacht hätte, oder? Hängt man da mit dem Computer? Oh, super. Gut. Ohne Fehler abschließen. Okay, da muss man eigentlich nur die Figur nachmachen, ist es das? Ja, okay, das kriege ich hin. Ah! Okay. Perfekt. Okay, da darf man auch echt nur zwei Fehler machen, ne? Dann ist man raus. Aber das ging ja. Verstehe ich nicht, warum ich beim Tischdecken denn so ein blödes Rhythmusgefühl habe. Also irgendwie kommt es mir so vor, dass ich beim Tischdecken spielzeit schlecht bin. Ja, Tischdecken ziehen da. Verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Ziehe eislich innerhalb von 40 Sekunden lernen. Okay, probieren wir mal. Ich glaube, stehst du noch nicht rüber? Los, komm. Den nächsten, kommt. Ich brauche hier eigentlich gar nichts machen, eigentlich müssen sie mir die alle herjagen nur. Los, holt die letzten. 19 Sekunden habt ihr noch. So, letzten drei. I'm waiting here. So. Gar nicht so schlecht, oder? Gar nicht so schlecht. So, was ist das? Okay, in 15 Sekunden raus und ich kann das Schüttelglas-Ding nicht. Ich kann es nicht. Okay, ich kann es nicht so gut. Machen wir einfach nochmal. Ich bin ja wirklich schlecht in diesem Spiel.
Das wird nix. Nochmal. Oh, warte mal. Nee, oh, ich dachte, ich kriege das letzte Ding noch raus. Schade, schade. Das ist wirklich schwer. Finde ich auch schon schwer, wenn man im Online-Modus spielt. Ab und zu laggt das bei mir auch wie Sau denn. Aber das hier war ich schon. Okay. Diese großen Brocken muss man da rauskriegen. Schauen wir nicht. Das ist doch nicht normal, dass die nicht rausgehen, die ganze Woche. Oh nein, ah, ich wollte auch Pause machen. Ach Mann. Oh, das sind. Ja, ja. Ich hoffe, euch geht es zu Hause genauso. So wie ein Kollege von mir, der mal sagte, ah, das war alles easy, easy, easy. Und dann haben wir zusammen gespielt. Und da hat er leider geloost wie sonst was, weil das doch nicht so easy war auf einmal. Ja, los, komm. Oh nee, das ist der letzte Bonbon. Also ich probiere es, wie gesagt, noch zweimal. Wenn ich es da nicht schaffe, dann gehen wir weiter zum nächsten. Man muss auch genau wissen, wann man es ruhig halten muss, damit die auch Chance haben, durchzufallen. So wie jetzt zum Beispiel. Keine Chance. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch echt. 15 Sekunden ist auch echt keine Zeit, ne? Muss man sagen. Das ist echt schnell. Okay, das klappt nicht. Aber so ruhig ist auch gar nicht so schlecht, ne? Das versuche ich nochmal. Mir wurde schon gewarnt, das Spiel nicht so zu machen. Sondern. Sondern wirklich nicht diesen Expertenmodus zu machen, weil man da wahrscheinlich verrückt wird. Aber ich wollte nicht hören. So. So, nochmal. Letztes Mal. Vielleicht. Der Grüne ist doch da im Weg. Ich werd doch
wahnsinnig beim Spiel. So, noch einmal. Ein gutes Gefühl bei dem hier. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hat gedauert, aber wir haben es geschafft. So. Gucken wir uns das nächste Spiel nochmal an. Obwohl, nee, hier ist eine gute Phase, um Stopp zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.